Vollgas oder Dreiviertel? Drei Viertel. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships. Wir brauchen wieder Geld und haben deswegen unsere Missouris hier rausgeholt. Ja, die sind sich hier schon lustig drüber machen, dass wir wieder 5 DDs pro Spiel, pro Seite haben. Ich gehe mal auf halb Wir drehen runter. ab. Ich glaube, wir drehen besser ab, wa? Weiß ich. Guck mal, die fahren BC. Naja, die Akazuki dreht ab. Die fährt nach Akizuki, Entschuldigung. Rücken juckt. Besser waschen. Was war der Hoden juckt? Ja. Der im Rücken. Genau. Professioneller Nikolaus-Spieler. Ja, der zweite kommt auch und ja. Zwei DDs, zwei Missouris. Entweder wird Spritze oder wir kacken total ab. Jetzt gebe ich auch ein bisschen Gas, dann können wir nämlich gleich noch mit Radar arbeiten. Yep. Ich habe jetzt hier die Insel noch so ein bisschen als Deckung. Dein Radar geht auch 9,4, ne? Das ist gleich, da verändert sich nichts. 9,45. Ich dachte, 9,45? Ich bin entdeckt, wollte ich nur sagen. 9,4 steht bei mir. 9,45. Ich dachte, vielleicht kann man das auch noch irgendwie hochskillen. Nein, die Russenkreuzer, die sind da auf 12 Kilometer, glaube ich. Aber die Amis sind alle bei 9,45. Ich glaube, die Atlanta, die ich vorhin gefahren hatte, war 8, wer weiß was. Eine Ron. Da ist eine Yugumo. Die Ron will. Lass sie uns bespaßen. Land gewinnen. Ist das so schön. Oder? Oh, 11,6. Nur 2,7. Ach, ganz nix. Genau. Oh, ich muss ein bisschen bremsen, sonst verpasse ich die. Jo, Jugum, das ist wunderbar. So, los, Ron. Hier, der dreht. Dreh oder komm raus. So, Gearing. Sashi und Iowa kommen noch. Oh, da müssen wir aber weg. Ich bin offen. Die Rhone dreht nach hinten ab. Torps von rechts. Also ja, ich sehe es gerade. Schmeißt du deins an oder soll ich mal? Ich mach meins. Jo. Da ist er. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Hier kommen nochmal Torps. Der hat der Torps beschleunigt. Jo, Zitadelle gekriegt. Und Torps. Ein Torp und eine Zitadelle, super. Alles daneben. Und noch ein 4000er. Mein Radar geht jetzt in 2 Sekunden aus. Ja, dann mache ich meins an, wenn er ausgeht. Ja, meins ist an. Drehen wir rechts hoch, oder? Naja, müssen wir, sonst zeigst du den Breitseite. Was schießt denn da noch auf mich? Das ist eine Musashi und was hatte ich noch gesagt? Musashi und Iowa. Ja. Noch 5 Sekunden. Ja, bis dann habe ich leider nicht nachgeladen. Aber ich fahre weiter mit drei Zielen noch. Ich mach weiter so. Ich brenne. Keine Ahnung, was mich hier hinten trifft. Das wird die Rhone gewesen sein. Ja, das ist die Rhone.
Wo ist das Kackteil? Der müsste doch auch der haut sein. Uns nur ab vor uns. Ich fahre aber ein bisschen weg von dir. Ja, ja. Du kriegst auch noch was ab, ne? Richtig. Da, jetzt sind sie auf mich am Ballern. Ja, ich brenne ja noch. Ach, jetzt ist da hinten eine Shimakaze. Och, der hat schon wieder nachgeladen. Alle vier kriege ich. Oh, super. Keine 20.000. Ich auch nicht, ich habe 10 bisher. Doch, da hinten ist unsere Kamera. Noch eine Minute, bis ich Dingens hab. Radar. Klasse. Unsere Bismarck fährt rückwärts. Na, jetzt kann ich hier nur den scheiß Zerstörer jagen. Muss ich gleich gucken, von wo die Dreckstorps kommen. Immer schön zickzack fahren. Jetzt fahre ich nach rechts. Torpedos voraus. Jawohl. Nach vorne. Da ist er. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Torpedos auf Steuerbord. Komm ich raus. Achso, ich wollte schon sagen, unsere zwei Zerstörer sind ja geplättet worden. Nee, die sind nach B gefahren. Ja. Die Bismarck fährt immer weiter rückwärts. So, jetzt kann ich wieder gucken, dass ich A verteidigen gehe. Da ist die Musashi. Da kommt ein Rom. Gegnerische Schlachtschiff entdeckt. Gegnerische Zerstörer entdeckt. Alles daneben. Dann halte ich ein bisschen Abstand von der Rom, wa? Wenn er mit seinen Torps kommt, ist nicht so gut. Vergesst nicht, die Secondary anzuklicken. Ja, aber ne? Auf 10,5 tut er nichts. Wow, jetzt haben wir aber gefressen. Das war eine Zita. Iowa schießt jetzt auch noch auf dich. Oh, 14.000.
Oh, 20.000. Ist er nicht mittlerweile die Ronda in deiner Secondary Reserve? Ja, da ist er ja sichtbar. Nur noch drei. Jetzt muss ich gucken, von der Roten können Torpedos kommen, deswegen. Da kommen sie ja schon. Ja, der fährt doch schon Breitseite, ne? 46.000! Oh. Drei Zitadellen! Denk an die Insel. Er dreht nicht mehr zurück. Jetzt dreht er ein, schade. Schade. 46.000. Drei Zitadellen habe ich den gedrückt. Das hat mich noch mal ein bisschen rausgerissen. Wie viel hast du? 114. Penner. Ja, ich sag ja, das hat mich rausgerissen. Jetzt kommen die Zerstörer wieder und räumen auf. Die haben jetzt schön alles gekappt. Der mit der Bismarck hat noch nichts abgekriegt. Unser Sieg ist in Sicht. Nee, nee, eigentlich nur die Gearing. Die hat drei Kills. Ja gut, die sind aber hier, die fahren schön zusammen und räumen auf. Also die sind immer zusammengeblieben die ganze Zeit. Finde ich gut. Und alles schön zusammengetrieben. Die hängen jetzt da hinten vor A und machen nichts toll. Toll, und die ganzen Videos, wo du jetzt besser warst, die habe ich gelöscht, scheiße. Ja. Bin ich ja gewöhnt. Naja, wenn du gut dastehst, das müssen wir immer schnell rausschmeißen. Da kann ich nicht mit um. Die Zuschauer sollen meinen, ich wäre hier immer der King, weißt du. Ach, die Gierin ist wieder. Das war aber auch total doof gelaufen, ne? Die zwei Torps gekriegt und eine Zitadelle rumgedreht, nochmal vier Torps. Mhm. Ja, ich weiß aber auch nicht, warum der die Torps trotz. Ne? Es kam ja erst acht, dann kam nochmal acht und dann ging das ja ratzfatz, da kam ja schon wieder acht. Ich meine, ich habe das gleiche Schiff und mein Torpbeschleuniger braucht knapp 2 Minuten. Also weißt du, erst die Torps, dann 8 Sekunden, bis er nachgeladen hat mit dem Torp. Knapp 5 Minuten. Ja, das war der mit der Gierigen jetzt selber schuld. Der ist so schnell gefahren, dass er rückwärts, dass er aus seinem eigenen Nebel rausgefahren ist. Na schade. Naja, da war gut gefightet. Da ist mit seinem Keyboard. Hat wohl nicht richtig funktioniert. War das der, ja? Ja.
Wir sagen, die Kagero soll am Leben bleiben. Staying alive, staying alive. Staying alive. kam der Bee Gees-Fan in mir durch. Nimmst du wieder die kleinen bunten Pillen? Die sind krass. Wo kommen denn da die Torps noch her? Naja, dürften wir gewinnen. Die Bismarck da jetzt fabriziert, ist wahrscheinlich actiongeladener. Ne, nicht wirklich. Der fährt rückwärts, noch nicht mal die Secondary arbeitet. Der weiß wahrscheinlich nicht, dass er die anklippen muss. Nö, der fährt doch frontal, dann hast du ja ganz wenig, wenn überhaupt was, ne? Naja, aber das wäre dann mehr wie jetzt. Ja. Weil jetzt kassiert er nur. Ja, noch 2 Punkte. Danke. Würde mich jetzt wundern, nicht ganz. Mal gucken, was war. Oh, Punkte gibt's auf jeden Fall. Ja, du bist der Drittletzter nur, guck mal. Unser 10er Minotauro ist ja noch unter dir. Ah, guck mal, die Bismarck. Bis zum Schüler. Vorher die ganze Zeit nur rückwärts, da oben. Mhm. Na gut, auch 8er in einem 10er Matchup hat's auch nicht einfach, aber gut. Ach so, ja, stimmt. Er hat's Cap noch verteidigt. So, 535.000 darf ich behalten. Danke, mein lieber Geldesel. 170. Musashi habe ich 77.000 gedrückt, der Kagero 10 ungefähr und der Ronin 27. So. Sprechen wir nicht drüber. Gut. Ja, ein Flugzeug habe ich abgeschossen, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Deswegen bin ich dann auf Platz 4 gelandet, weißt du. Gut, gut. Ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ach, guck mal, die Musashi bei den Gegnern, die hat es auf Platz 1 geschafft. Danke fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Runde. Lasst einen Daumen nach oben da, würde uns freuen. Bis dann, tschüss.